Hallo, liebe Leute, und es geht weiter mit Daylight. Und ja, ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll, das zu erklären. Zum einen benutze ich gerade eine andere Webcam, weil kurioserweise die andere gerade nicht mehr geht. Warum weiß ich nicht. Sie leuchtet zwar, aber sie wird nirgendwo so wirklich erkannt, obwohl der Treiber halt eigentlich da ist. Und das Problem hatte ich schon mal. Und das hängt, glaube ich, irgendwie mit meinem System zusammen. Da muss wieder irgendein scheiß Update gemacht werden oder weiß der Henker was. Das ist jedenfalls jetzt irgend so eine andere alte Kamera. Ich bin froh, dass ich überhaupt noch eine zweite hatte. Sonst hätte ich jetzt gar nicht aufnehmen können. Und der Part muss dringend heute noch raus. Also das, was ich jetzt heute aufnehme, kommt heute Abend auch noch für euch raus. Und zwar aus dem Grund, weil ich diesen zweiten Part eigentlich schon mal aufgenommen hatte. Und zwar, als ich im Original, sag ich jetzt mal, Daylight gespielt habe. Und für mich wird das jetzt nicht mehr blind sein. Das seht ihr auch im Hintergrund. Ich bin gerade in diesem leuchtenden Raum, wo ich im ersten Part drinne war und nicht wusste, was das soll. Da ich nicht jetzt genau wusste, ich habe, obwohl ich schon reingeguckt habe in meinen Part, den ich hochgeladen habe, hab ich gesehen, dass ich alle sechs Relikte habe und an irgendeinem Ort stand, wo ich jetzt nicht wusste, was ich jetzt mit den sechs Relikten mache. Nur ist es so, ich muss jetzt gerade ein bisschen weiter rausholen. Tut mir auch leid, ihr könnt ruhig vorspulen, falls es euch nicht interessiert. Ist so, dass ich die Videodatei vom zweiten Part, die Ursprungsdatei aus Versehen gelöscht habe, passiert halt mal. Ich habe mich auch schwarz geärgert, mittlerweile habe ich mich aber schon damit abgefunden. Und ja, nun musste ich ja das Spiel aber bis zum Ende spielen. Das heißt, das ganze Spiel ist schon längst jetzt im Kasten. Ich habe es gestern beendet. Und weil man halt in dem Spiel nicht zwischenspeichern kann. Das ist so der Grund. Und deswegen muss ich das Spiel jetzt gerade nochmal von Anfang an machen und bin jetzt gerade nochmal durchgerannt, habe alle Relikte eingesammelt und habe mir gedacht, ich weiß halt nicht, was ich überhaupt alles an Zetteln gefunden habe damals, weil ich ja nicht mehr weiß, was ich damals im zweiten Part an Zetteln und so gefunden habe und vorgelesen habe. Und deswegen dachte ich mir, werde ich in diesem Part einfach mal reingehen in die Relikte und nochmal das alles vorlesen. Falls da irgendwas bei ist, was wir schon hatten oder so, dann tut's mir leid, dass sich das jetzt gerade ein bisschen wiederholt. Jetzt zurück zum Spiel. Ich habe alle sechs Relikte und mit diesen sechs Relikten, das weiß ich nun jetzt, nachdem ich natürlich das Spiel schon durchgespielt habe, es tut mir auch, wie gesagt, echt leid, dass der Schockereffekt dadurch ein bisschen rausgeht. Aber ich muss ja auch noch mal den ganzen Weg zurücklaufen. Denn wenn man alle sechs Relikte hat, muss man in diesen leuchtenden Raum gehen. Und dann hat sie halt auch gerade gesagt, boah, was zur Hölle, was ist hier denn los? Denn, jetzt werdet ihr sehen, schweben hier auf einmal ganz merkwürdige Dinge herum. Ganz, ganz strange. Und das nehme ich jetzt mal und dann werdet ihr sehen, was passiert. Okay, sie erschreckt sich natürlich auch voll. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht total abgebrüht oder so. Ich finde das. Ich glaube, es gibt kaum was Schlimmeres als ein. Ja. Hier sieht man ganz merkwürdige Bilder. Es ist alles total komisch wieder. Sehe. Ich bin wieder zurück. Okay, ja, also obwohl ich das Spiel schon weitergespielt habe, man hat immer Schiss hier. Es ist immer. Ich bin immer angespannt und wie gesagt, es gibt, glaube ich, kaum was Schlimmeres, als ein Spiel, ein Horrorspiel zu Ende gespielt zu haben und es dann nochmal von Anfang an spielen zu dürfen. Ja, genau, was wollte ich jetzt machen? Ich werde jetzt nochmal in die Relikte gehen, weil anstatt alles auf einmal vorzulesen, mache ich das lieber jetzt ein bisschen. Und ja, ich leg mal hier direkt los mit Island Hospital Patient Record File. Datum 4. März 1988. Akte Patientin 13. Die Patientin, Alter 10 Monate, wurde von ihren Pflegeeltern aufgrund seltsamer und beängstigender Zwischenfälle, die kurz nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus auftraten, wieder eingewiesen. Wo kann ich jetzt hier immer einen weitergehen? So. Ich fürchte, dass wir angesichts der bevorstehenden Schließung des Krankenhauses kein Zuhause für Sie finden werden. Es ist bedauernswert, dass ein Leben, das unter solch gewalttätigen Umständen auf die Welt gebracht wurde, nun unter die Obhut des Staates kommt. Sie wird zweifellos von einer. Ach, Moment mal. Nee, ich war noch gar nicht fertig, ne?
Eingewiesen? Doch, der war zu Ende. Okay. Zweifellos von einer Einrichtung in die nächste wechseln. Okay, ich habe hier drinnen noch nie so rumgelesen. Die Patientin Alter 7 Jahre fürchtet sich nächtens vor einem Monster in ihrem Zimmer. Das, meine ich, hatten wir im letzten Part schon. Eine Nachtschwester hat die Patientin getröstet, indem sie beteuerte, sie hätte sich das nur eingebildet. Daraufhin begann die Patientin in einem unkontrollierbaren Gewaltausbruch, sich selbst und das Personal zu verletzen. Die Patientin wurde ruhig gestellt und in Isolationshaft gebracht. Mit Island Hospital Incident Report File, 7. Juni 1936, betreff Patientin 279. Der Patient hat berichtet, er würde bei Nacht schemenhafte Gestalten in seinem Zimmer sehen. Das Personal wurde angewiesen, seine Wahnvorstellungen mit Nachsicht zu behandeln, um gewalttätiges Verhalten wie bei Patientin 15 beobachtet zu vermeiden. Der Patient bleibt in seinem Zimmer unter leichter Aufsicht. Billy, ich habe genug von diesem Krankenhaus. Ich will mit diesem Mist nicht länger zu tun haben. Ich habe etwas unten im Heizungskeller gesehen und einer der Krankenwärter auch. Es ist böse und ich werde nicht hier bleiben, um herauszufinden, was es vorhat. George. So, das waren jetzt schon mal wieder ein paar. Wieso habe ich denn 37 Sachen? So viele? Ich habe doch noch keine 37 Zettel eingesammelt, oder? Egal, ich gehe jetzt mal erstmal weiter, damit ihr euch nicht zu Tode langweilt. Denn ich muss jetzt wieder zurück. Natürlich sieht die Karte jetzt etwas anders aus als vorher. Da war aber nichts, da hinten war nur dieses Safety First Schild, meine ich. Eine Signalfackel, das finde ich gut. Denn das Problem ist, jetzt wo wir... Da gehe ich ganz sicher jetzt nicht rein. Ja. Find euch auch alle Dufte. Nee. Oh Gott, da kommt sie schon. Oh oh. Ich muss nämlich... Oh, diese Tücher auch noch hier. Ich sammle hier ein, so viel ich kann. Was mir aber nichts bringt. Weil alles, was ich für den nächsten Part einsammle, brauche ich nicht mehr. Da das eine einmalige Aufnahme ist, aber wo muss ich jetzt lang? Ich glaube, ich muss nach rechts. Ja, hör auf, den Teddy anzupacken. I know there's somebody here. Nee, ich kann nichts nehmen, wenn ich das Siegel habe. Ich habe hier so einen komischen Teddybären. Und da, wo es oben leuchtet auf der Karte, da müssen wir hin. Ich werde jetzt mal hier um die Ecke gehen. Und dann werde ich auch gleich noch mal ein bisschen vorlesen. Gehe ich jetzt richtig? Ja, ich denke, einen weiter darf ich noch. Ist hier noch was im Schrank? Nee, den habe ich schon benutzt. Ja, es ist sehr merkwürdig. Dieses Spiel macht einem Angst immer wieder. Selbst wenn man weiß, was man zu tun hat, weil man halt nie weiß, was passiert. Oh Gott, what's that? Ich weiß es nicht. Da müssen wir hin. Bevor ich da jetzt aber hingehe, weil sonst ist der Part hier um, werde ich jetzt noch mal ein paar Relikte betrachten. Ich weiß, das war jetzt so ein bisschen lame, so für euch, weil ich jetzt so schnell vorangeschritten bin. Ich hätte auch einfach von Anfang an nochmals durchlaufen können. Aber, naja, was soll's. Ja, das hatten wir mit den 10 Monaten. Ich fürchte, dass wir angesichts der bevorstehenden Schließung des Krankenhauses kein Zuhause für sie finden werden. Es ist bedauernswert, dass ein Leben, das unter solch gewalttätigen Umständen auf die Welt gebracht würde, nun unter die Obhut des Staates... Hatten wir es nicht gerade eben? Ja, Entschuldigung. So, das hatten wir... Ja, sonst drückt auch einfach Pause, das geht natürlich auch. Das hatten wir gerade eben. Das hatten wir noch nicht. Patient Record File, Datum 24. Februar 1859. Akte Patientin 12a. Die Patientin leidet an einem Hortungszwang und versteckt häufig alles, was sie findet. Die Patientin wurde dabei beobachtet, wie sie Dinge festhält und in unsinnigen Phrasen, die vom Personal als verstörend bezeichnet wurden, zu sich selbst spricht.
Datum 24. Februar 1859, Akte Patientin 12a. Dr. Watkins im Fall, alle Habseligkeiten aus dem Zimmer der Patientin zu entfernen, um so ihre Fantasien zu heilen. Die Patientin wurde dabei äußerst aggressiv, sie schien besonders auf eine alte Puppe fixiert zu sein und weinte noch tagelang, nachdem diese entfernt wurde. Eine Puppe, okay, mit Island Hospital Patient Record File. Datum 9. April 1860, Akte Patientin 06b. Miss Eunice Goodman hat der Patientin ohne Genehmigung des behandelnden Arztes einen Stoffbären gegeben. Miss Goodman wurde verwarnt und bis auf Weiteres von der Kinderstation einem anderen Bereich zugeteilt. Datum 9. April 1860, Akte Patientin 06b. Der Stoffbär, den die Patientin als ihren Schatz bezeichnet, wurde sichergestellt. Der Arzt empfiehlt, ihn zu verbrennen, da er mit dem Mädchen in Berührung kam und die Krankheit übertragen könnte. Allerdings brachte es niemand über sich, das Stofftier zu verbrennen. Anscheinend ist Miss Goodman nicht die einzige Person, die etwas für arme, elende kleine Mädchen übrig hat. 23. August 1937, Patient 27c. Patient 27c ist besessen von Labyrinthen. Zwanghaftes Verhalten hat ihn dazu gebracht, sie überall in seiner Zelle zu zeichnen. Nachdem ihm der Platz ausging, begann der Patient ein detailliertes Labyrinth in sein eigenes Fleisch zu ritzen. Es bedeckt seine ganze Brust, Teile seines Rückens, seine Unterarme, Oberarme, Oberschenkel und sogar Teile seines Gesäßes und der Genitalien. Der Patient wurde mit Hilfe einer Zwangsjacke ruhiggestellt und befindet sich in Isolationshaft. Das hat aber nichts damit zu tun, irgendwie mit dieser Zeichnung, die unsere Sarah jetzt auf ihrem Arm hatte, oder? Ich weiß es nicht genau. Datum 8. September 1937, Akte Patientin 27c. Der Patient ist körperlich gesund, sein Geisteszustand verschlechtert sich jedoch zusehends. Die Zwangsjacke wird ihm nicht abgenommen und er bleibt unter ständiger Beobachtung. Der Patient schreit fortwährend, dass das Labyrinth endlos sei. Seine Schreie verhallen weder Tag noch Nacht und reichen von tiefen, monotonen Gesängen. Gesängen bis hin zu fieberhaften schrillem Geheul. Für morgen früh wurde eine Elektroschocktherapie angesetzt. Boah, sehr heftig. Der Patient ist auf unerklärliche Weise über Nacht verstorben. Am 9. September 1937. Der Leichnam wurde heute Morgen von der Schwester während der Vorbereitung für die Elektroschocktherapie entdeckt. Der Leichnam wurde in die Leichenhalle überstellt. Die Einäscherung ist für diesen Abend angesetzt. Der Patient hat keine weiteren Angehörigen. 13. August 1924, betreff Patientin 60E. Angestellte hörten Schreie aus dem Zimmer von Patientin 60E. Als sie dort ankam, war alles voller Blut und die Patientin fügte sich mit einem Skalpell wiederholt Schnittwunden zu. Es ist unklar, wie sie an den Gegenstand kam. Trotz des vielen Blutes war keine der Verletzungen tief oder ernstzunehmend. Alle Schnittwunden waren oberflächlicher Natur, so als ob sie nicht wirklich versucht hätte, sich zu verletzen, sondern nur so viel Chaos wie möglich zu hinterlassen. Patientin 60E wurde in Isolationshaft gebracht, da sie eine Gefahr für sich selbst und andere darstellt. Dr. Mercer hat sich ihr zudem jetzt angenommen. Hoffentlich können wir sie von ihren inneren Dämonen befreien. Angestellte hörten Schrei aus dem Zimmer von Patientin 60E. Als sie dort ankam, war alles voller Blut und die Patientin fügte sich mit einem Skalpell... Was? Ja, hey, ach so, es wiederholt sich jetzt gerade schon wieder. Okay. Geschichte von New Kipling. Die Wurzeln von New Kipling reichen bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts zurück. Die reichhaltigen Fischgründe und der leichte Zugang zu Handelsrouten hatte frühe Siedler in das Dorf gelockt. Das einst kleine Fischerdorf New Kipling wuchs zu einer Stadt voll eifriger und optimistischer Menschen heran. Die Stadt brauchte aufgrund von Überbevölkerung und knapper Ressourcen andere Wege, um ihre Einwohner zu versorgen. Die puritanische Kirche von New Kipling hat verkündet, dass die Stadt in dunkle Zeiten verfallen ist. Einige Einwohner sind daraufhin aus Angst um ihr Leben geflüchtet. Um den Frieden aufrechtzuerhalten, haben die örtliche Kirche und die Stadtältesten die Teilnahme am Gottesdienst zur Pflicht erhoben. Okay, ich klicke jetzt einfach mal weiter und ihr könnt Pause drücken, falls euch das noch weiter interessiert. Und ja, werde das jetzt erstmal nicht weiter vorlesen. Und ja, würde sagen, wir werden das Siegel dann gleich mal zu dieser leuchtenden Tür bringen, damit wir auch weiterkommen. Und ich drücke jetzt einfach mal hier weiter. So, Dr. Mercer, Pflegerin Foster hat sich darüber beklagt, dass Krankenwärter William Farish manchmal stundenlang während seiner Schichten verschwindet. Und wenn er wieder auftaucht, sind seine Hände und Hosen so schmutzig, als hätte er im Dreck gegraben.
Wenn sie ihn darauf anspricht, macht er einen verwirrten Eindruck und fragt, wo er sich waschen kann. Das ist die vierte Beschwerde innerhalb von 2 Wochen über Farish und ich fand, die Angelegenheit sollte an sie weitergeleitet werden. Ach, ich weiß immer leider nicht, was ich schon vorgelesen hatte. Das ist das Problem. Adam, ich glaube, ich habe das Ding gesehen, von dem du das letzte Mal gesprochen hast. Ich weiß nicht, was zum Teufel es ist, aber es ist bestimmt kein Mensch. Es hat mich einfach angestarrt und ist verschwunden, als ich mein Licht darauf gerichtet habe. Billy sagt, ich hätte Schatten gesehen, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Irgendwas stimmt da unten nicht. Ich werde beantragen, dass sie mich versetzen. Das war der Anfang. War das auch ganz am Anfang, die Zettel? Ich klick durch. Da gab es einen Stromausfall. Genau, das war das mit den Rauchern. So. Ich krieg nicht mal langsam mehr mit, was ich jetzt schon gerade eben vorgelesen habe und was nicht. Aber es geht nicht anders. Es tut mir auch sehr, sehr leid. Weil ihr sollt ja auch trotzdem alles mitbekommen. So, das ist der letzte, den ich jetzt vorlese und dann bringen wir das Siegel rein. Judy, vor kurzem ist mir zu Ohren gekommen, dass ein Großteil des Personals einschließlich dir selbst ein wenig zu gerne dem Verbreiten von Gerüchten frönt. Ich muss dich doch nicht daran erinnern, wie gut es dir und den anderen hier geht, verglichen mit dem krankheitsverseuchten Festland, oder? Ja, wir hatten einige Probleme mit den Insassen und mit einigen unserer ungewöhnlicheren Patienten. Ja, manchmal mussten wir zu drastischen Maßnahmen greifen und mit ihnen fertig werden. Aber ich brauche die Unterstützung von allen, wenn dieser Ort bestehen bleiben soll. Ich tue alles, was ich kann. So, und weiter sind wir nicht. Und jetzt kann ich auch endlich wieder zurückgehen. Und dann werde ich das Siegel einsetzen. Ja, es hat sich hier eine Tür geöffnet. Und die Spieldaten werden gespeichert. Das wusste ich damals aber nicht. Da bin ich genau hier stehen geblieben und habe gedacht, ja, ich sag ciao, ich mache einen Cut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann durfte ich alles nochmal von vorne spielen. Das heißt, es ist jetzt das dritte Mal gewesen, dass ich das von vorne gespielt habe. Und deswegen tut es mir wirklich leid, dass das hier jetzt nicht so der Schocker-Part war und ich jetzt hier so viel vorgelesen habe. Aber für die Leute, die halt den Inhalt jetzt, der Inhalt des Spiels jetzt interessiert hat, wollte ich diese Zettel und Briefe nicht vorenthalten. Und da ich die ja nur mit so schöner Soundkulisse vorlesen kann, wenn ich sie gerade finde, naja, musste ich das jetzt halt ein bisschen stiller machen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Wir sehen uns im nächsten Part. Dann geht es im Originalen sozusagen weiter mit allen Schockern und allem Pipapo. Und vielen Dank fürs Reinschauen. Bis dann.